So, hallo meine Lieben, ich habe hier jetzt mega super Preise. Super Preise, denn das sind Preise, die ihr woanders gebrauchte 20 Jahre alte Teile bekommt, bekommt ihr hier nagelneu, wenn überhaupt für den Preis was gibt. Und wir sind hier in Obba. Die Waldorfschule ist hier gleich mit dem Auto 3 Minuten, zu Fuß etwa 15 Minuten in Obba. Und es handelt sich um dieses nagelneue Gebäude, ist fast fertig und in der Nähe von Kleinbauern, hier laufen Hühner rum, Hühner, und hier vorne haben wir Überschwemmungsschutzgebiet mit einem Bach und wunderschön auch für Fotografen, Naturfotografen. Hier gibt es überall, Moment, ich fahre mal näher ran. Hier haben wir die Berge, ihr habt auch Bergblick. Und das Gute ist, die Wohnung, hier, wenn ihr anruft, das ist mein Partner. Er macht auch übrigens das Gebäude in Mahmutlar, was schon verkauft ist komplett. Eine 1+1 Zimmerwohnung ist dort noch frei in Mahmutlar, nagelneu. Fast noch schöner als dieses Gebäude. Dieses Gebäude ist schon wunderschön. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Die Duplex habe ich vor ein paar Wochen verkauft hier. Und es ist noch nicht ganz fertig. Wie ihr sehen könnt, wird noch gepflastert. Und das hier ist der Gartenbereich. Da könnte man, wenn man dann Miteigentümer dann ist hier, könnte man sagen, Mensch, kann ich hier nicht irgendwas selber pflanzen? Das könnt ihr alles ausmachen, wie ihr wollt. Und jetzt gehen wir mal rein, schauen uns das Ganze mal von innen an. Der Preis ist abhängig des Stockwerks. Das ist hier immer so, je höher, desto bessere Aussicht. Dieses Tor wird noch gestrichen und mit Funkfernbedienung könnt ihr dann auf und zu machen für den Gemeinschaftsparkplatz. Das Sand wird noch entfernt, sobald sich das gelegt hat. Es dauert immer ein bisschen, das wäre der Gemeinschaftsparkplatz. Platz für knapp 6 Autos und die Aussicht ist wirklich wunderschön. Es sind 3 Zimmerwohnungen mit 2 Bädern. Das ist jetzt hier der Eingangsbereich. Treppenhaus. Dann haben wir hier Aufzug. Ist aber gerade ausgeschalten und grüner Aufkleber. Also ist schon Genehmigungsverfahren alles schon durch und wie ihr schon oft aus meinen Videos wisst, bedeutet grün top, blau ist auch okay, nur gelb und rot sind riskanter. So, jetzt sind wir mal hier in der einen Dreizimmerwohnung. Diese ist günstiger, diese kostet 125.000. 125.000 für eine nagelneue Dreizimmerwohnung. Ja. Das ist Hochparterre. Hier werden noch die Badmöbel noch installiert. Das wäre für die Waschmaschine. Wir haben hier 2 Bäder, wie gesagt. Und jetzt, diese ist, je Stockwerk kommen 10.000 drauf, dass ihr Bescheid wisst. Und natürlich können wir vor Ort verhandeln, dass wir noch ein bisschen den Preis drücken oder die Grundbuchumschreibegebühr, die Grunderwerbsteuer und so weiter, die einmalige könnte der Hausbesitzer übernehmen. Das weiß ich, das geht auf jeden Fall. Kommt mal her, dann können wir darüber reden. Hier haben wir eine LED-Lampe, leuchtet hier nachts im ganzen Gebäude, um noch einen schöneren Touch zu bringen. Und hier ist der andere Gartenbereich und jetzt zeige ich euch mal die ganzen Räume. Das hier wäre das Wohnzimmer und wenn man hier aufmacht und hier aufmacht, dann zieht es auch schön durch. Das kann man auch hier aufmachen. Und der Vorteil ist bei neuen Objekten, dass man 5 Jahre Garantie hat, auf ob es jetzt Fenster sind oder Türen sind oder wenn da irgendwas runterhängen, also eher eigentlich passiert da selten was. Ja. Trotzdem hat man halt bei einem neuen Objekt
diese Vorteile. Hier hätten wir Steckdosen. Hier haben wir auch eine. Und hier wäre Fernsehanschluss, Fernsehsatellitanschluss. Hier würde dann das Kabel rauskommen für den Fernseher, damit man nicht ein Kabel da sichtbar hat oder selber Unterputz machen muss. Und hier ist der Anschluss für die Klimaanlage. Man kann, wie gesagt, auch sagen, ich möchte sie komplett ausgestattet haben. Also diese hier 125.000 Euro, nagelneu, wie gesagt. Also dann waren die Möbel außen wahrscheinlich für ein anderes Zimmer, wo noch nicht fertig ist. Das hier wäre praktisch das Hauptbad mit Waschmaschinenplatz und Platz für Waschpulver und so weiter. Und hier hätten wir die Dusche. Passe ich da rein mit drei Frauen? Hier, nein, hier muss ich sagen, zwei Frauen. Ja. Und hier haben wir Lüftungsgitter mit Fliegengitter dazu. Und wir haben hier schon auch mit dabei im Preis eine Solarwarmwasseranlage, so dass ihr nur noch 2 bis 3 Jahre im Jahr Warmwasser heizen müsstet. Ja. Das hier ist das Hauptschlafzimmer mit Bad Nummer 2. Auch sehr schön, in dem Fall mit Fenster. Also es ist schon alles vorbereitet. Das ist fast schon alles ganz fertig. Hier haben wir auch Kabel, wenn man noch extra Lampen haben will, zu diesen beiden Decken-LED-Flutern haben wir noch extra Kabel. Der Vorteil ist bei diesen Wohnungen, die zeigen nordöstlich. Das heißt, man hat früh am Morgen Sonne, damit sich die Wohnung aufheizen kann. Und wir haben, wie gesagt, diese herrliche Bergsicht. Wir sind halt in Ober. Ich muss aber dazu sagen, dass hier am Neben Grundstück, was gebaut werden könnte. Soviel ich weiß, ist da ein Erbstreit und die müssen sich noch einigen. Aber auf jeden Fall wird da was gebaut. Also ich tue nichts sagen, nein, da wird auf keinen Fall was gebaut, nur um irgendwas zu verkaufen. Nein, ich möchte immer ehrlich und korrekt bleiben. Dann habe ich dann mit euch, ich will immer keine Probleme. Deswegen arbeite ich auch nur mit Bauherren zusammen, wo ich weiß, da klappt alles. Hier haben wir nochmal Klimaanlagenanschluss. Also hier könnten wir halt reden über was noch möglich wäre, aber das geht nur vor Ort. Ja, die Küche ist eigentlich auch schön groß, wenn man so anschaut. Also klein ist sie nicht. Platz für den Kühlschrank. Dann könnte man hier locker noch einen Tisch herstellen. Und was auch noch ist, ihr braucht keine weiteren Regale hier irgendwo aufbauen, denn wir haben hier wirklich genug Stauraum für Teller, Tassen. Und was ich mag, ist, dass sie hier mehr Fächer haben. Sonst ist nur ein Mittelfach und dann ganz oben, wo du gar nicht hinkommst. Hier kommst du wenigstens hierher und hierher zu den Sachen, die du öfters brauchst. Und gehen die langsamer zu. Nee, ganz normal gehen sie zu. Ja, da haben wir Steckdosen, da haben wir Steckdosen, da haben wir Licht für ja, wahrscheinlich, wenn man hier noch LED-Lampen, dann müsste praktisch irgendwo noch eine Steckdose oben sein, dass man noch LED-Lampen hinmachen könnte, wenn man möchte. Also Steckdosen haben wir auch genug. Hier wäre Platz für den Herd und Gasanschlussloch ist auch schon da und Spülmaschinenanschluss haben wir hier. So, und jetzt mache ich einen Cut, denn wir gehen jetzt rauf und dann sage ich das Ganze nochmal. Hier haben wir wenig Nebenkosten, wenn mal die ausgemacht sind. Die sind aber noch nicht ausgemacht, da wir jetzt hier 4 Parteien schon haben. Aber erst wenn alle hier sind, wird dann ausgemacht, wie viel Nebenkosten für Gärtner, für Treppenhausreinigung, Aufzugslicht und so weiter. So, jetzt gehen wir einen Stock höher. Ein Stock höher kostet 10.000 Euro mehr. Aber ich mache Cut, weil das werden
drei Videos. Ach, wisst ihr was? Nee, ich mache ein Video draus. Ich mache ein Video draus. Und ihr könnt es ja dann anschauen. Und Preise wisst ihr. Ach, shit. Was ist da zu? So, ja, wie gesagt, ich habe jetzt ein Video draus gemacht, sonst wiederhole ich mich ja ständig. Ne? Also jetzt mal einen Stock höher und wie gesagt, die Waldorfschule ist in der Nähe. Das ist jetzt die Wohnung, die 10.000 mehr kostet und diese Wohnung ist im ersten Stock. Denn je höher man geht, desto bessere Aussicht hat man, dementsprechend ist in der Türkei leider ist es so. Aber das könnt ihr überall nachfragen, das ist bei jedem Objekt so. So, jetzt schauen wir mal nach, wie der Pool, wie der Aufzug ausschaut. Und wegen dem Pool kommen wir gleich dazu. Ja, der schaut schlicht und normal aus. Wie gesagt, nagelneu. Und sehr schön. Okay, jetzt schauen wir uns die Wohnung hier an. Ist die gleiche, der gleiche Schnitt. Hat auch Solarwarmwasseranlage, ist mit inklusive. Hier könnte man trotzdem noch einen Durchlauf-Ezer hinmachen, den man dann im Sommer ausmacht, weil man ja durch die Warmwasseranlage Ding bekommt. Durch die Dach-Warmwasser-Solaranlage kriegt man dann warmes Wasser. Und hier hätten wir, wer möchte, Internetanschluss hier, dass das im ganzen Raum, dass man das im ganzen Haus Internet hat. Oder man kann auch das Kabel extra ins Arbeitszimmer verlegen. Wenn man keine Kinder hat, kann man hier dann ein Arbeitszimmer machen. Ja, hier jetzt einen Stock höher, haben wir halt eine andere Aussicht. Und die Info zum Pool noch dazu. Alles noch nagelneu, das muss ich noch alles noch einflutschen. Das muss noch alles mal bewegt werden. Und hier die Aussicht. Dann zum Pool habe ich noch was zu sagen. Und auch zum Generator, wenn man einen möchte. Hier in Ober braucht man eher keinen. Übrigens haben wir hier in ganz Ober haben wir keine 5-Stockwerke Grenze. Aber hier in diesem Viertel haben wir das. Wir haben hier alles nur maximal 5 Stockwerke. Ja? Hier haben wir übrigens nur 4 Stockwerke, weil wir auch Duplex-Wohnungen oben haben. Okay, also das wäre die Aussicht von diesem Schlafzimmer oder Arbeitszimmer. Und auch hier haben wir Fernseheranschluss schon extra weiter oben gemacht, damit wir keine Kabel sichtbar haben zum Fernseher. Schaut alles sauberer und ordentlicher aus und die Deckenstutzarbeiten sind auch schon gemacht mit LED-Strahlern. Das Hauptbad wieder das gleiche wie halt ein Stock tiefer im Hochparterre. Hier haben wir wieder das Schlafzimmer. Und hier haben wir das Bad vom Schlafzimmer. Auch alles Standard. Der Preis 10.000 mehr, wie gesagt. Das wäre praktisch 135 bei diesem Objekt. Und wirklich sehr schön und wirklich ordentlich. Der Bauherr ist ja bekannt dafür, dass er sehr schöne Objekte hat und nicht unbedingt sparsam ist. Hier haben wir nochmal das Wohnzimmer. Und die Aussicht vom Wohnzimmer, also die Sonne ist früh hier, Mittag ein bisschen und abends, die ganze Abendszeit kriegen es dann die anderen auf der linken oder von vorne gesehen der linken Seite oder von hier aus der rechten Seite, kriegen dann Sonne ab. Hier haben wir Überschwemmungsgebiet. Diese Straße ist zum Glück keine Hauptstraße, sondern es ist nur eine Zufahrtsstraße und da hier sehr viel gebaut wird gerade im Moment, hier seht ihr es ja, aber alles wie gesagt maximal 5 Stockwerke, da haben hier auch viele LKWs und so weiter unterwegs. Hier ist Überschwemmungsschutzgebiet, da darf nichts gebaut werden, hier geht ein Bach entlang und hier habe ich ja schon erklärt gehabt, da wird auf jeden Fall was gebaut, nur fragt mich nicht wann, es kann 2 Jahre dauern oder 10 Jahre, das ist eine andere Geschichte. Ach ja, wegen dem Pool wollte ich euch noch was sagen. Und sobald ihr ein paar Fenster aufmacht, zieht es schön durch. Das ist top hier wirklich. Also der Pool und der Generator werden der Hausgemeinschaft überlassen. Das heißt, ja, wir haben hier noch eine Volksschule hier und die Waldorfschule ist, wie gesagt, hier gleich in der Nähe. Wir haben hier auch
zwei Pferdekoppeln in der Nähe. Hier eine große Pferdekoppel und hier eine kleinere Pferdekoppel. Also kann man sein Pferd dort streicheln und reiten, ausreiten. Ich habe hier schon oft Leute mit Pferden gesehen. Also das ist so, ihr könnt hier mit der Hausgemeinschaft selber, ist extra dieser Platz bereit für einen Pool. Jetzt könnt ihr einen großen hinmachen, einen kleinen machen, hinmachen, mit großen Kinderpool, mit kleinen Kinderpool, das ist eure Sache. Und hier ist der Gemeinschaftsparkplatz, da ist Platz für einen Generator, wenn man einen braucht. Ihr wisst ja, ich bin eher gegen Generator, weil die werden nicht gewartet und die funktionieren, wenn man es braucht, funktionieren sie nicht. Also warum Generator? Und die Nebenkosten sind auch dann viel günstiger. Ihr könnt auch sagen, wir wollen keinen Pool, wir wollen hier im Bach schwimmen gehen, ja, auf eigene Gefahr, könnt ihr auch machen. Das Gute hier ist, wir sind hier in Ober, in Mitte Ober. Es gibt drei Obers. Es gibt das alte Ober, das ist nahe am Strand, ist ganz nahe am Strand. Allerdings sind da die Häuser alle uralt und alles, was neuer ist und in dem Style, kostet da über 200.000 Euro, weil es halt nahe zum Strand ist. Aber da ist auch wieder mehr los, Rollerfahrer, Touris und so weiter. Hier haben wir, wir sind hier fast in der Pampa. Wir haben hier einen Nachbarn, der hat Kühe. Ja? Also ihr hört hier auch Hühner gackern. Ja? Ich habe ja hier schon ein paar Sachen verkauft und die sagen, das lieben sie. Genau sowas haben sie gesucht, haben sie gesagt. Ja. Also wirklich sehr schön. Hier gibt es, wie gesagt, die Kleinbauern. Also wegen Pool, das ist so, so ein Pool kostet um die 10.000 Euro. Und wenn sich hier dann alle mal zusammentun, und ich habe ja, so wie es ausschaut, fast mehr als die Hälfte nur Deutsche hier und ein paar Türken. Die wollen aber auch einen Pool. Kann man sich zusammentun und einen Pool sich zulegen. So, also das war jetzt die im ersten Stock. Dann habe ich noch die im zweiten, die kostet 145, Entschuldigung. Wir testen mal den Aufzug. Der spricht auch. Ja, ein großer Stiegel. Es ist halt noch eine Baustelle. Hier wollen sie wahrscheinlich den Boden schonen. Ja, einfaches Marmor. Ja, das bin ich. Ich werde auch älter. In meinen Videos merke ich das immer. Und ihr seht, ich schwitze immer noch. Es ist immer noch sehr warm. So, und das ist jetzt zweiter Stock. Weiter oben ist schon alles verkauft. Hier. Das habe ich gestern Freunden, Kunden gezeigt und sie sind sehr, sehr interessiert. Ich muss es dann, also das kann sein, dass diese schon weg ist, die kostet 145, weil halt auch die Aussicht dementsprechend ist. Ne? Wir sind halt etwas höher und dann hätte man dann Poolsicht und die Aussicht ist schon fantastisch. Zack. Zack, das ist schon geil, also wie fast bei den Alpen. Ja. Ich habe es den Kunden gestern schon gezeigt und ich habe sie auch bei der Metro rausgelassen. Wir sind hier nahe zum städtischen Krankenhaus, zum Metro, mit dem Auto 3 Minuten nicht mal, zu Fuß 15, 20 Minuten. Ja, ja, meine Lieben, also, jetzt habt ihr 3 Wohnungen gesehen. Ca. 112 Quadratmeter brutto mit Gang und Balkonen. Wir haben 2 Balkone. Also ich muss schon sagen, diese Aussicht ist super. Ja, was wollt ihr denn? Ihr könnt für das gleiche Geld in Mahmudlar was 20 Jahre altes haben. 20 Jahre alt und dann seht ihr aber zum nächsten Hochhaus. Ja? Hier können Sie noch was hinstellen, wenn Sie wollen. Das ist kein Problem, denn wir sehen die Berge trotzdem. Ja? Die Nachbarn da hinten haben nicht nur Warmwasser-Solardach hingemacht, habt ihr ja auch, sondern sie haben Photovoltaik, also Stromerzeugung auch noch gemacht. Ja? Das könnt ihr natürlich auch machen. Also das, was ihr habt, ist die Warmwasser-Dinge da auf dem Dach. Das habt ihr hier auch.
In jeder Wohnung habt ihr Warmwasser-Solarerzeugung. Solar-Warmwasser-Erzeugung. Hier haben wir die Anschlüsse für die Klimaanlagen. Das haben sie hier deswegen hierher gemacht. Das sind für alle drei, damit wir den Hauptbalkon Klimaanlagen frei haben, dass es nicht so hässlich ausschaut. Ja. Okay, also Leute, nagelneu, schaut euch den Boden an, sehr schön gemacht. Schaut euch die Parkett hier an, auch sehr schön gemacht. Hier ist nagelneu und gerade erst verlegt worden. Deswegen haben wir hier auch noch ein paar Sachen, die noch zu machen werden. Zum Beispiel haben sie hier noch keine Silikon in die Ecken oder an die Verbindungsstellen noch hingemacht. Und wenn man drauf tretet, ist das Knistern noch da. Auch hier, also es muss schon noch richtig fertiggestellt werden. Dann wird es erst übergeben. Ja. Hier haben sie es schon gemacht. Und hier haben wir auch wieder den Fernseher, haben wir hier. Der könnte halt nur so groß sein dann. Nicht, dass man aus dem Bad rausgeht und dann kracht der Fernseher runter. Ne? Aber das passt doch für Schlafzimmer. Ne? Für ein Wohnzimmer kann man ja einen größeren nehmen. Schauen wir uns doch mal das Hauptbad an mit Waschmaschinenplatz, Dusche. So, also ich denke mal, diese Wohnungen sind schnell weg, weil erstens Opa, ach hier übrigens, hier ist noch keine IKAMEN, also Aufenthaltserlaubnis, Beschränkung. Also hier kriegt man noch eine Aufenthaltserlaubnis, okay? Und sehr schön wirklich. Ich gehe mal noch mal zum Balkon, damit ihr merkt, wie schön ruhig das hier ist. Ja. Und da hinten wäre die Waldorfschule. Jetzt könnte es natürlich die nächste Zeit ein, zwei Monate noch laut werden wegen den Baustellen. Ja, das muss ich dazu sagen. Also es könnte noch laut werden wegen den Baustellen. Ansonsten herrlich. Und jetzt kommt der Witz. Ihr seid im Zentrum. Jetzt kommt der Witz. Ihr seid in 3 Minuten mit einem Auto und ihr seid in der Metro. Ja? Nicht wie in Cargojack oder was weiß ich wo, wo ihr mindestens 45 Minuten mit dem Auto braucht. Ja? Bis ihr mal hier seid. Ja? Nein, ihr fährt vor, Restaurants, Cafés, alles da. So, meine Lieben, wer Fragen hat, meldet sich. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Die Küche ist echt mega, wirklich. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. So, das war hart, aber es ist für euch alle gut und für mich auch und alles besser, qualitativ, viel mehr Sicherheit für euch. Sowas darf man nicht wieder verlieren. Es war anstrengend, sehr anstrengend.